Die Aussage kommt daher, dass diese Länder zum Teil Lehrpläne haben oder Standards definiert haben für die Medienbildung, die schon weit zurückliegen. Also in Australien zum Beispiel 2008, während Deutschland erst 2012 Standards definiert haben, die da vergleichbar wären. Das heißt, die Ziele, die diese Länder definiert haben. Und auf Grundlage dessen, dass diese Länder diese Ziele definiert haben, sind sie weiter in Bezug auf Ausstattung und auch in Bezug auf Inhalten, digitalen Inhalten, die Schulen zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer Vorteil sind auch noch rechtliche Rahmenbedingungen hinsichtlich Urheberrecht und der Nutzung von Open Educational Resources, die hier genutzt werden können. Das sind verschiedene Rahmenbedingungen, die es diesen Ländern leichter machen.